Ab 1931 beginnt in den damaligen deutschen Werken die Diesellokfertigung. Im ersten Typenprogramm ist auch eine dreiachsige Stangendiesellok mit 350 PS enthalten. Sie steht Pate für die legendäre Wehrmachtslok. Museumslokomotiven erinnern heute an diese frühen Dieselloks. V36-235 fährt bei der Dampfbahn Fränkische Schweiz. Nach dem Krieg wird 1948 die Produktion wieder aufgenommen. Unter dem neuen Firmennamen MAK werden 8 Maschinen des Typs 360C14 ausgeliefert. Bemerkenswert ist das hydraulische Getriebe, das noch im Krieg für die neue Serie entwickelt wurde. Knapp 300 V36 sind von 1937 bis 1950 bei allen namhaften Lokfabriken entstanden. Die robusten Dieselloks haben lange treue Dienste im Rangierbetrieb und im leichten Güterzugdienst geleistet. Heute werden sie im Museumsbetrieb geschätzt. Zu den erhaltenen MAK-Maschinen zählt V36-406. Im Jahr 1950 in Kiel entstanden. Heute gehört sie zum Bestand des Eisenbahnmuseums Darmstadt-Kranichstein. Bei einer Sonderfahrt rollt die V36.4 zwischen Messel und dem Museumsgelände.